Da es ja nun bald Herbst wird und man da ja so ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringt, dachte ich, ich spreche heute mit euch über Bücher. Aber ich werde euch jetzt keine Romane oder so zeigen, sondern Coffee Table Books. Und die Themen sind so ziemlich verschieden, aber man kann sie alle unter der Kategorie Lifestyle unterordnen, würde ich sagen. Wobei nicht alle von denen wirkliche Coffee Table Books sind, weil das sind typischerweise ganz große Bücher mit vielen Bildern, aber wenig Text. Und das trifft nicht auf allen zu, die ich euch zeigen werde, aber ich finde, sie sind alle schöne Exemplare, also sie sehen rein optisch schön aus. Daher machen sie sich gut auf Coffee Table Books, also auf so Beistelltischen oder ja einfach so zum Präsentieren. Aber sie sind auch inhaltlich sehr gut und teilweise auch sehr, sehr informativ. Und dann zeige ich euch gleich mal mein allerliebstes Buch von den fünf, die ich euch zeigen werde. Und zwar ist das Northern Delights. Das ist so ein richtig großes Buch über skandinavisches Design, also Einrichtungen, Häuser und Dekokram. Und ich liebe ja alles, was so mit Einrichtung zu tun hat und vor allem, wenn es so skandinavisch angehaucht ist. Deswegen habe ich mir auch dieses Buch gekauft und das sieht nicht nur rein optisch schön aus, wenn man das halt so auf dem Tisch liegen hat oder so, sondern es enthält halt wirklich schöne Fotografien und wie man sieht, habe ich hier schon ganz viele Seiten markiert, so einfach so als Inspiration. Also wie gesagt, die Fotos sind super schön von schönen Wohnungen, schönen Häusern und von einzelnen Objekten, also Stühlen oder so Dekozeug. Es ist aber auch sehr informativ, weil da auch immer ein kleiner Abschnitt dazu steht über den Besitzer von dem Haus oder Wohnung oder was auch immer. Oder von dem Designer, also je nachdem, was da halt abgebildet ist. Oder es gibt auch so Stellen, wo beschrieben wird, wie sich norwegisches, schwedisches, finnisches und dänisches Design voneinander unterscheiden oder was die jeweils so ausmacht. Oder es ist ja typisch, dass skandinavische Einrichtungen immer sehr hell gehalten ist, also weiße Wände, Böden, sehr helle Möbel und die Fenster sind immer ganz groß. Und das kommt eben daher, weil die ja so einen kurzen Sommer, aber einen langen Winter haben und dadurch einfach so viel Licht wie möglich in die Wohnung reinbringen möchten. Und das ja, ist halt logisch irgendwie und es ist halt irgendwie cool, so ein bisschen Hintergrundwissen noch zu haben. Also das Buch hat rein optisch sehr viel zu bieten, es sind schöne Fotos und es ist halt eine gute Inspiration einfach für alles, was Einrichtungen betrifft. Und es ist halt auch informativ, also gerade wenn man manche Sachen einfach nochmal nachgucken möchte oder nachkaufen möchte, dann hat man halt gleich den Namen dazu. Das ist auf jeden Fall mein liebstes Buch aus dieser Kategorie und ich kann es auf jeden Fall super gut empfehlen. Und es bietet sich auch gut als Geschenk an, wobei alle Bücher, die ich euch zeigen werde, sich als Geschenk anbieten. Aber das ist auf jeden Fall für die Leute gut, die sich für Einrichtungen und skandinavisches Design interessieren. Ja. Das nächste Buch ist ebenfalls eins, was schon rein optisch super aussieht. Und zwar ist das Adorn von Kit Lee und Sheenie Park. Das sind zwei Bloggerinnen, deren Blogs ich schon super gerne lese. Und vor allem Park & Cube von Sheenie Park ist ein Blog, der schon seit Jahren zu meinen absoluten Favoriten gehört. Und so fotografiemäßig so mein Vorbild ist sozusagen. Und die zwei haben eben so ein Do-it-yourself-Buch rausgebracht mit 25 größtenteils einfachen und simplen Do-it-yourself-Projekten. Viele davon sind unter 20 Minuten zu machen, sind recht einfach, man braucht nicht so viel Material. Und da stehen auch immer sehr viele Tipps und Tricks sozusagen da, was man halt so bei Do-it-yourself-Projekten beachten sollte. Und die Fotos sind halt einfach super schön, also sie sind nicht nur sehr erklärend, was halt das A und O bei Do-it-yourself-Büchern sein sollte, aber sie sind optisch eben sehr ansprechend, also sie sehen immer sehr, sehr ästhetisch aus, finde ich. Ich selbst bin nicht so der große Bastler oder so, aber deswegen ist sowas eigentlich ganz gut, weil es halt wie gesagt relativ simpel ist und gut nachzumachen. Und es ist halt gut für Leute, die dann in dieses Do-it-yourself-Ding einsteigen möchten. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Bei dem nächsten Buch geht es viel weniger um Fotos, weil das Buch relativ wenige Fotos enthält. Es geht vielmehr um die Information, die darin enthalten ist. Und zwar ist die Rede von dem Buch von Kate Somerville, Complexion Perfection. Und in diesem Buch geht es hauptsächlich um das Thema Haut, also wie funktioniert die Haut, wie pflegt man sie oder was gibt es für psychische Einflüsse. Und das ist halt super informativ geschrieben, also zum Beispiel gibt es einen ganzen Abschnitt über die Ernährung und wie sich die Ernährung auf die Haut auswirken kann, was für Lebensmittel man essen kann, welche ja, Vorteile die für das und das in der Haut haben, was sie machen und was für Vitamine es gibt und so weiter. Und es gibt auch einen ganz interessanten Abschnitt über Inhaltsstoffe, also auf welche Inhaltsstoffe sollte man achten, welche sind gut, was haben die für Vorteile, wie sind sie deklariert in den meisten Kosmetikartikeln oder auch welche Stoffe man möglichst meiden sollte. Dann gibt es hinten noch so einen Abschnitt über ihre kosmetische Behandlung mit Vorher-Nachher-Bildern. Das finde ich eher weniger interessant,
Aber all das davor finde ich super interessant. Man kann immer mal wieder nachschlagen. Also man kann jetzt vielleicht streiten, wie zuverlässig das jetzt als Quelle ist. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall sehr überzeugend geschrieben. Ich glaube nicht, dass da irgendwie, dass da so viel Müll drin stehen kann. Es ist halt ein cooles Beauty-Buch für Leute, die sich für Gesichtspflege interessieren. Und es ist halt einfach mal nicht ein Buch über Make-up und Schminke, sondern es ist halt irgendwie ein bisschen wissenschaftlicher geschrieben. Und ich habe es selber noch nicht durch, weil es hat einfach einen Haufen Informationen und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Nun zu einem Buch, was momentan sehr viel gehypt wird und zwar zu Recht gehypt wird. Und zwar ist das Girl Boss von Sophia Amoruso. Das ist die Gründerin und Chefin des Online-Shops Nestigal. Und sie erzählt halt so ihre Geschichte, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Also, dass sie Chefin eines 100 Millionen Dollar Unternehmens ist und 2006 gerade erst den eBay-Shop dafür eröffnet hat, was halt zu all dem geführt hat und einfach so ihren Background irgendwie und ja, alles Mögliche und das ist halt so mega faszinierend. Es enthält aber auch so lustige Anekdoten, Zitate und Tipps und wenn ich das Buch so in drei Wörtern zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, es ist motivierend, informativ und witzig. Auf jeden Fall auch witzig. Also sie schreibt auch lustig. Sie ist halt auch einfach so eine verrückte Person irgendwie ein bisschen. Und es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht zu lesen. Und wie ihr seht, habe ich auch hier sehr viele Markierungen hinterlassen. Das Buch ist besonders bei Bloggern beliebt, habe ich das Gefühl. Also ich sehe es halt sehr oft bei anderen Bloggern. Es ist halt gut für Leute, die selbstständig sind oder sich mal selbstständig machen wollen, also Girlboss sein möchten. Aber es ist auch für alle anderen ganz gut, finde ich, so einfach so als Life-Advice irgendwie. Und wie gesagt, es ist halt so motivierend, es sind tolle Zitate drin oder ja, auch informativ und lehrreich. Und zum Beispiel gibt es einen Abschnitt über introvertierte und extrovertierte Menschen. Also viele sind ja der Auffassung, dass introvertierte Menschen automatisch auch schüchtern sind und extrovertierte umgekehrt. Aber das muss gar nicht mal so der Fall sein. Also es wird halt erklärt, was Menschen zu introvertierten und extrovertierten Menschen macht, beziehungsweise wie sich das äußert und was es auch für Vor- und Nachteile haben kann. Und ja, das fand ich irgendwie auf jeden Fall mega interessant. Also das Buch hat mir unheimlich viel Spaß gemacht zu lesen, nicht nur aus dem Girlboss-Aspekt sozusagen, sondern auch einfach vom Unterhaltungsfaktor. Und das liest sich auch relativ schnell, also es ist halt nicht so unglaublich viel Text. Und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das letzte Buch habe ich euch bereits schon in einem Haul gezeigt und zwar ist das Eat the Little Book of Fast Food von Nigel Slater. Und darin geht es einfach um schnelles, aber leckeres Essen. Also wenn man halt spät abends nach Hause kommt und einfach mal schnell was kochen möchte und nicht so Fastfood-Zeug kaufen möchte, aber trotzdem was Schönes auf dem Teller haben möchte, da ist das Buch das Richtige dafür. Die Rezepte darin scheinen recht einfach zu sein und benötigen meistens relativ wenige Zutaten. Und die Fotos sind auf jeden Fall sehr ansprechend und regen einen dazu an, das mal nachzukochen. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts nachgekocht, aber vielleicht mache ich bald dieses Feigen- und Ziegenkäse, weiß nicht was das ist, Toast oder so. Und ich glaube, Fanny Pilgrim hat mal so ein ähnliches Gericht vorgestellt auf ihrem Kanal. Kann ich euch immer mal verlinken. Auf jeden Fall sieht es super lecker aus. Aber es gibt auch viele andere leckere Gerichte, die man echt mal nachkochen müsste und die vielleicht auch gar nicht mal so schwer sind, wie man sich das vorstellt. Ich finde, das ist ein cooles Kochbuch, weil ich finde ja nicht alle Kochbücher irgendwie cool. Viele haben auch immer nur das Gleiche irgendwie und das ist halt cool, weil es unter diesen schnellen, einfachen Aspekt einfach gemacht ist. Und ja, wie alle Bücher macht es sich schön her und ist auch gut zum Verschenken. Und ja. So, das waren meine Top 5 liebsten Bücher aus der Lifestyle Coffee Table Kategorie. Ihr könnt mir in den Kommentaren andere Buchtipps dalassen. Also es gibt ja so super viele Bücher, die irgendwie interessant sein könnten. Momentan lese ich zum Beispiel dieses Buch, How to be Parisian. Also weil ich den französischen Stil ziemlich cool finde. Aber ich weiß noch nicht so, was ich von diesem Buch halten soll, ob gut oder schlecht. Ja, das mal so als Beispiel noch, was es sonst so gibt. Ansonsten kann ich euch in der Infobox unten mal so andere Bücher verlinken, die ich sonst so cool fände, aber die ich selbst halt noch nicht habe oder so. Und ja, dann war es das zu meinem Video. Ich hoffe, das war mal interessant für euch. Das ist ja mal so ein bisschen was anderes gewesen, aber trotzdem so Beauty, Fashion, Lifestyle mäßig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!